Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch zusammen mit dem Phasus. Ja, hallo. Zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV-News hier mit unserem Gamescom 2020 Special. Wir waren zu Gast bei TML Studios und konnten uns den ersten Eindruck von The Buzz einholen. Und natürlich haben wir auch viele, viele Fragen gestellt, die natürlich auch freundlicherweise beantwortet wurden. Dementsprechend würde ich sagen, gucken wir doch dort mal rein. Das ist also alles soweit erstmal Phase 1, inklusive eines Gelenkbuchs. Hier sehen wir den Scania Citywide. Und ein Solo-Bus-System wird es dann auch zum Start vom Early Access geben. Ja, weil es für manche Leute angenehmer ist, einen Solo-Bus zu fahren, als einen Gelenkbus. Ja, das stimmt. Das kennt ihr auch immer. Wunderbar. Ich habe nämlich auch so meine Probleme, einen Gelenkbus rückwärts ja. zu drehen. Das kann ich gerade knicken, ich krieg das nicht hin. Ja, Bio kennt, erkennst du dich, ne? Ja. Manche Kreuze sind dann doch sehr eng. Ja, auf jeden Fall. Hier sehen wir, haben mittlerweile auch neue KI-Fahrzeuge. Ja, die haben in den letzten 3 Monaten komplett erstellt und integriert. Und die gibt es erstmal hier nur exklusiv für The Buzz. Die wird es dann auch später, nachdem The Buzz Release ist, eventuell auch für, oder sehr wahrscheinlich für unsere älteren Bus-Simulatoren geben. Also Fernbus-Simulator und Tourist-Bus-Simulator. Was ihr auch sehen werdet, ist, da hinten sieht man schon ganz leicht, sind schon Passanten, die da rumlaufen. Die werden wir aber auf dem Weg noch besser sehen. Die laufen dann entlang der Gehwege. Und hier haben wir unsere Fahrgäste stehen. Wenn ich jetzt die Tür öffne und mich in den Fahrerstand reinsetze, sobald ich das Display einschalte, wissen die, ah, okay, das ist mein Bus. Und dann steigen die auch animiert ein. Da wird es dann später auch Ticketverkauf geben und auch Ticketkontrolle. Ja, dass wenn ein Fahrgast ein Ticket zeigt und du erkennst, okay, Moment mal, das ist abgelaufen. Oder das ist keine gültige Zone oder dergleichen, dann kannst du auch dem Fahrgast sagen, tut mir leid, darfst eigentlich nicht einsteigen. Es ist dann eventuell können wir das auch einbauen, dass es dem Fahrer auch überlassen ist, kulanzmäßig einfach den Fahrgast auch einsteigen zu lassen, weil er jetzt zufälligerweise kein Geld dabei hat oder dergleichen. Aber man kann dann auch hier über den Bordcomputer dann Tickets verkaufen. Ja, die Kasse ist auch hier ebenfalls und so weiter. Wenn ich mal kurz Frage stellen darf? Ja, bitte, auf jeden Fall. Also, wie ist das dann? Ich kenne es zum Beispiel in Berlin, ist es so, dass auf den Linien, die besonders viele Fahrgäste haben, wo ja der TX auch mit zuzählt, dass dort auch hinten mittlerweile ein Einstieg möglich ist, wenn der Busfahrer dies erlaubt. Geht das dann in The Buzz auch oder werden dann die Fahrgäste nur vorne einsteigen können? Momentan steigen sie nur vorne ein. Und nur hinten aus. Wir werden das noch so machen, dass wir auch die mittlere Tür zum Aussteigen nutzen. Wie das genau geregelt ist, das ist auch der Early Access, damit wir mit der Community klären, was ist es ihnen denn lieber, dass auch Fahrgäste hinten einsteigen oder nur ausschließlich vorne. Und das können wir dann immer noch anpassen. Ja. Aber okay. Wenn ein Fahrgast natürlich ein Ticket haben möchte, dann wird er definitiv vorne einsteigen. Hm. Ja gut, das ist logisch. Aber ich krieg schon auch noch mal hin. Jetzt habe ich ja gesehen, dass sie ja dieses Ziel jetzt gerade einfach so wahrscheinlich per Tastendruck gerade geschildert hatten, ne? So wie bei wahrscheinlich dem Fernbus. Würde es denn möglich sein, dass man das dann später auch in diesem IBIS-Gerät dann machen kann? Ja, das ist eigentlich der Plan. Normalerweise, ich habe jetzt gerade einen Shortcut gemacht, ein aus. Genau. Normalerweise gibst du dann hier deinen Code ein, in dem Bordcomputer, in dem IBIS. Wir werden IBIS jetzt nicht lizenzieren, aber wir werden diesen Bordcomputer, ja, dann so ist programmieren, ja dieses Atron, ne? Genau, in dem Fall ist es Atron. Ja. Wir werden aber das Gerät und die Software darauf so darstellen, dass es nicht exakt dasselbe ist, aus Lizenzgründen, aber dass es dem Prinzip entspricht. Weil wir wollen im Laufe des Early Access auch Modding-Tools veröffentlichen und dann kann man auch diesen Bordcomputer sehr wahrscheinlich auch modden. Das heißt, man kann daraus dann das exakte System von dem Hersteller für den und den Betrieb wirklich erstellen. Aber Sinn ist eigentlich, du gibst dann hier deinen Code ein und entsprechend weiß dann auch das Fahrzeug, okay, ich bin auf dem Kurs eingesetzt und dann schaltet sich auch die Anzeige.
sondern auch darüber möglich sein, hier dann gegebenenfalls auch mal was einzuschalten, selbst einzugeben, wenn man möchte, ja. Aber auch wie ihr seht, steht hier jetzt nicht Robert-Koch-Platz, sondern Hauptbahnhof. Weil der Bild ist schon so weit, dass das darauf reagiert, an welcher Haltestelle du bist und entsprechend die Anzeige, die Matrix umschaltet. Mhm. Wenn wir dann mal beim Hauptbahnhof angekommen sind, schaltet die Anzeige auf Robert-Koch-Platz. Bei der Haltestelle vor Robert-Koch-Platz schaltet sie bereits schon um auf Fahrt endet hier. Ah ja, also wie es in der Realität auch ist. Ne? Ja, erst Hauptbahnhof und dann schaltet es um auf Mitte Robert-Koch-Platz und dann. Okay. Und das kann man dann im Linieneditor oder beim Routeneditor auch angeben. An dieser Haltestelle bitte auf diese Display-Anzeige umschalten. Ja, kann man dann auch eingeben, ja, was dann angegeben werden soll. Okay. Dass das so flexibel ist wie nur irgend möglich. Ja, dass wenn sich das auch irgendwann mal ändert in Zukunft, weil dieser Linie, ja, weil die TXL-Linie wird es ja nicht mehr ewig geben, ja. Trotzdem wird es aber weiterhin enthalten sein. Also komplett, ja. Selbst, ja, also wir liefern das wir liefern den Bus aus mit TXL. Mit der Buslinie TXL. Okay. Soviel ich weiß, wird aber spätestens, wenn der Flughafen Tegel eingestellt wird, komplett, wird es auch nicht mehr diese Buslinie geben. Zumindest nicht mehr mit der Bezeichnung TXL. Vielleicht heißt sie dann 400, ich weiß es nicht. Ja, oder dergleichen. Wenn es immer noch Ziele gibt, die dort rausfahren. So. Ich fahre mal in der Zwischenzeit schon mal los. Ja, und beantworte weiterhin eure Fragen, die ihr haben könntet. Okay. Jetzt habe ich viel über Phase 1 vom Early Access geredet. Wenn wir die abgeschlossen haben. Gang habe ich eingelegt. Die Motor noch gestartet. Macht euch da keine Sorgen. Okay. Wichtig ist eigentlich, dass er mich hört. Genau, das Bild sieht. Ja, das passt. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Wir wollen mit Aerosoft zusammen das auch noch so besprechen, dass vor dem Early Access noch eine Closed Beta stattfinden wird, in deren Verlauf. Hallo? Bin ich jetzt reingefahren? Vorführeffekt. War bestimmt irgendein Tourist, der sich einen Mietwagen gemietet hatte. Also hier und da passiert es leider noch, dass wir am Reinfahren. Wir werden aber auch im Verlauf vom Early Access weiter wieder an der KI arbeiten, an dem Verhalten der KI, dass er auch eher darauf reagiert. Moment mal, da ist ja wer. Aber ganz fehlerfrei wird sie nie sein. Ganz fehlerfrei sollte sie auch nie sein, weil sowas einfach mal passiert. Ja, das ist richtig. Gerade in Berlin. Ja, gerade in Berlin, ja. Gerade. Auf jeden Fall. Ja, da freue ich mich dann schon drauf. Das wird hoffentlich gut werden. So. Ich habe viel über die erste Phase vom Early Access bereits schon erzählt, wie die ablaufen wird. Phase 2 fügt dann natürlich auch weitere Linien hinzu und weitere Fahrzeuge, aber vor allem ein Wirtschaftssystem. Wir haben hier den Betriebshof in Indira Gandhi Straße abgebildet, der dann Platz bietet für die fiktive Firma, die der Spieler im Wirtschaftssystem gründen kann und die dann auch von diesem Betriebshof in Indira Gandhi Straße aus operiert. Und dieser Betriebshof, der hat auch eine Anbindung an das direkte Streckennetz. Das heißt, ihr könnt am Morgen euer Fahrzeug im Betriebshof einsetzen und direkt wirklich zur ersten Haltestelle fahren. Oder wenn ihr sagt, nee, da ich habe da jetzt keine Zeit für, könnt ihr das auch überspringen. Und dann an den gesamten Kurs des Fahrzeugs, den gesamten Tag lang folgen. Auch wenn das nicht realistisch ist, weil normalerweise hat man ja keinen 24-Stunden-Dienst. Naja. Aber über Safe Games geht das eigentlich. Da kann man über mehrere Tage mal wirklich so einen ganzen Kurs fahren. Ja. Also inklusive auch Linienwechsel, ja, dass man dann auch mal einen Transit hat und auch Pausenzeiten und dergleichen. Also man muss jetzt nicht vorher ins Menü wechseln, um sich jetzt praktisch eine neue Linie auszuwählen und dann wieder weiterfahren oder so. Man kann es dann. Eher Leute werden sich wundern, ich habe doch bei der TXL-Linie angefangen, warum soll ich denn jetzt auf die 100? Weil das weil das der Kurs vom Fahrzeug ist. Okay. Ja. Und sind das aber die ganze Zeit. Bitte, ja? Sind das dann auch realistische Umlaufpläne, die die BVG auch gefahren hat, oder? Das nicht. Einfach aus sicherheitstechnischen Gründen dürfen die nicht rausgegeben werden. Können okay. Aber, weil wir auch einen Kurs-Editor haben werden. Wenn ihr die kennt oder irgendeine Möglichkeit habt, die rauszufinden, dann könnt ihr die nachbauen. Aber wir dürfen das nicht und wir werden das auch nicht tun. Wird es denn
Steam Workshop geben oder irgendwie sowas, dass man dann zum Beispiel Genau. den Content teilen kann? Ja, den Content, diese eigen erstellten Genau. Kurzkarten, die Linien, die Routen etc., die wird man dann auch über Steam Workshops teilen können. Okay. Aber ich sprach ja eigentlich von einem Wirtschaftssystem. Genau. Hallo. So, und zwar das Wirtschaftssystem. Was macht man eigentlich da auf diesem Betriebshof, außer dass man Fahrzeuge einsetzt? Die Fahrzeuge muss man natürlich auch noch kaufen. Die Fahrzeuge kann man dann auch verkaufen, reparieren und warten auf dem Betriebshof. Man kann natürlich auch Personal einstellen und Entschuldigung. Fahrer dann, kein Problem, kein Problem. Und Fahrer dann auch Fahrzeuge zuweisen, sprich Dienstpläne erstellen. Um schlussendlich quasi über den Ticketverkauf Geld zu generieren, Einnahmen zu generieren. Mit den Einnahmen kann man dann halt neue Fahrzeuge kaufen, Fahrzeuge reparieren, die Fahrer auch bezahlen, die man da eingestellt hat und so weiter. Und das wäre dann Phase 2, abgeschlossen quasi. Und jetzt haben wir hier so eine langsam fahrende KI, befürchte ich, die mir gerade das gesamte Gameplay versaut. Versuche mal gerade das Fahrzeug hier zu respawnen und die Fahrzeuge zu entfernen von mir, bis wir da angekommen sind. Das ist so ein KI-Bug, den wir gerade noch in dieser Version drin haben, den werden wir demnächst, den haben wir schon gefunden. Wir müssen auch die Ursache herausfinden und ihn dann auch beheben. Deswegen wird es jetzt einen Moment dauern, bis ich die ganzen Fahrzeuge von mir gelöscht habe. Ja, wir haben ja ein paar Fragen hier. Aber ihr seid auch mein letzter Termin heute und von daher, ich habe viel Zeit noch für euch. Dann werdet ihr sehen, dass diese Linien ein miteinander verbundenes Streckennetz ergeben, was sich um den Tiergarten herum quasi dreht. Das heißt, dadurch erzeugen wir so einen kleinen Open-World-Bereich innerhalb dieser Streckenkorridore, der dann auch komplett frei befahrbar ist. Also wir können dann später, wenn hier dann eigentlich schon der Bereich für die 100 existiert, auch sofort darauf abbiegen und unsere Route abweichen, warum auch immer. Ja. Das wäre definitiv möglich. So. Wir planen die Lizenzen Scania, MAN und VDL. Und als Busvarianten von Scania den Citywide als Gelenkbus und als Solo. Da haben wir schon mal zwei Busse. Mit MAN haben wir den Lions Coach. MAN Lions City DD. Ah ja, okay. Der Doppeldecker. Also den klassischen. Genau, der DD05, ja. Weil, ich habe 8 Jahre lang in Berlin gelebt. Und für mich ist dieser Bus einfach immer noch BVG. Für mich ist der Berlin. Ja. Mit Berlin, genau, ja, ja. Ja, bei dem VDL wird es ja dann der CTR sein, dann, ne? Genau, beim VDL wird es der CTR sein. Und zwar auch als Gelenkbus und als Solo. Und was ich euch jetzt auch noch sagen kann, wir planen auch verschiedene Varianten mit verschiedenen Anzahlen an Türen. Ah, okay. Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Es ist für viele ist es nicht so offensichtlich, aber es ist halt so, dann hast du mal einen Gelenkbus, wo er auch hinten, ganz hinten am Heck eine Tür ist. Na, ich hätte jetzt eher gedacht, dass vielleicht von VDL der Doppeldecker kommt, statt ein Gelenkbus. Da haben wir uns entschieden, dass wir uns das für MAN aufheben, für den Line City. Wenn wir jetzt bei den Bussen sind, also... Ja. Wir haben jetzt diese 5 Busse und es sollen eventuell auch noch verschiedene Türvarianten kommen. Kann sich darüber hinaus der Spieler die Busse, die jetzt im Standard-Content enthalten sind, auch noch selber ummodden? Wir wollen das versuchen, aber es kann sein, dass es ganz am Ende des Early Access dazukommt, eventuell auch erst nach Release, weil wir müssen erstmal dazu komplett unsere Fahrzeugbasis umprogrammieren, dass sie überhaupt modfreundlich wird. Weil es momentan nicht so einfach und sehr langwierig Fahrzeuge zu entwickeln. Und darum haben wir auch jetzt so lange gebraucht. Die letzten 3 Jahre haben wir uns darüber den Kopf zermartert und Prototypen entwickelt, wie man möglichst schnell Karten erstellen kann. Und die Fahrzeugerstellung ist noch relativ langwierig, sage ich mal. Und deswegen ist es natürlich angedacht, dass man auch Fahrzeuge später modden kann. Aber wir müssen erstmal die Grundlage dafür bieten, dass das... oder die Grundlage dafür schaffen, dass es nicht nur möglich ist, sondern auch relativ einfach ist und nicht zu lange dauert. Weil man verliert einfach relativ schnell die Motivation, wenn es einfach, keine Ahnung, 1 Jahr lang dauert, bis so ein Ding fertig ist. Macht keinen Sinn.
Ja, das stimmt. Zum Thema Motivation, das passt die nächste Frage eigentlich auch perfekt. Und zwar ist es ja so, wenn man jetzt teilweise in anderen Simulationen irgendwelche Karten baut, meinetwegen, dann dauert das ja sehr lange und es ist sehr langwierig. Und du hattest ja vorhin schon mal kurz dieses Modding-Tool erwähnt. Dazu hätten wir jetzt ein paar Fragen. Und zwar zum einen, ist das auch etwas für Leute, die zum Beispiel jetzt noch nicht so im Thema drin sind, sage ich jetzt mal, die jetzt vielleicht noch nicht die absoluten Blender-Profis sind? Also ist es auch für Einsteiger geeignet oder eher was für die Profis? Wir bieten auf jeden Fall eine sehr große Library an Assets von Gebäuden über Dekorationen hier, Fahrzeuge, Litfaßsäulen, hast du nicht gesehen, die alle benutzt werden können. Ja, der gesamte Content, den ihr hier seht an Assets, der wird zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die kann man komplett wiederverwerten. Wir haben aber auch ein generisches Gebäudesystem, mit dem Bürohäuser aufgezogen werden können und Wohnhäuser. Und die Straßen, die ihr hier seht, die sind komplett in 3ds Max modelliert, aber wir sind gerade dabei, ein Modding-Tool zu entwickeln, mit dem man mit Hilfe von Splines diese Straßen auch im Editor erzeugen kann. Und auch ganze Kreuzungen erzeugen kann, dass man eben nicht gezwungen ist, erstmal Blender zu lernen oder 3ds Max oder irgendein 3D-Modeling-Programm. Das heißt, unser Chef hat gesagt, es soll möglich sein, auch wenn du keine Kenntnisse hast über ein 3D-Programm, dass du Karten erstellen kannst. Und dass du auch eigentlich die größte Zeit oder fast ausschließlich nur im Editor bleibst. Also Auch ohne die ganze X. Vegetation, die ihr hier seht, die wird komplett mitgeliefert. Das klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend, gerade auch für die Leute, die vielleicht mit Verbast so ein bisschen ins Modding oder in den Kartenbau einsteigen wollen. Genau. Weil wir wissen ganz genau, mit dem Modding steht und fällt quasi die ganze Geschichte für die Modding-Community und auch für ja, die nächsten, die lange Sicht quasi auf mehrere Jahre hinweg. Ja, das ist ja das, was immer viele so befürchten, denn halt bei den ganzen Simulationen, dass da halt immer so diese Modding-Freundlichkeit immer fehlt. Und ich meine, es gibt ja hier nur eine spezielle Simulation, die halt viele, viele Jahre noch existiert, und das nur durch die Community. Du kannst ruhig beim Namen nennen, ich kenne es ganz genau. Ich weiß ganz genau, was du Wir wollen ja hier keine Fremdwerbung machen. meinst. Aber ne, das ist schon, also muss schon sagen, dass die Modding-Funktion, das ist schon eigentlich so das Nonplusultra, ne? Um das Ja, Ganze. absolut, absolut. Da hast du absolut recht. Und deswegen legen wir da so einen Fokus drauf, dass das auch gut funktionieren soll. Und darum haben wir auch so lange auf uns warten lassen. Weil das entwickelt so ein Modding mal nicht eben gerade. Ja? Während du auch noch gleichzeitig andere Produkte weiterhin pflegst und DLCs entwickelst. Ja, das dauert einfach länger. Aber der Fokus ist jetzt definitiv auf The Bus und auf die Entwicklung von The Bus und auf die Entwicklung der Modding Features. Aber da kommen wir mal gleich zur nächsten Frage. Und zwar die Bus-DLCs, die es ja jetzt für den Fernbus-Simulator gibt oder halt für den Tourist-Bus-Simulator, könnte man die jetzt hier auch noch benutzen? Wir haben ja gesagt, wir haben uns mit Aerosoft darauf geeinigt, dass wir unsere Fahrzeug-DLCs komplett kompatibel machen. Also, Wir sind ja. immer noch am Überlegen, ob das Sinn macht, dann auch Stadtbus-DLCs, die es irgendwann geben könnte, auch im Fernbus-Simulator zu haben und andersrum, Reisebus-DLCs in The Bus, ob das wirklich Sinn macht. Weil am Ende haben wir uns darauf geeinigt, rein technisch ist es möglich. Aber wir wollen der Community nicht vorschreiben, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben. Und von daher, das ist technisch möglich, dass man hier so einen Reisebus-DLC vom Fernbus-Simulator, den man jetzt auch im Tourist-Bus-Simulator ja schon nutzen kann, auch hier nutzen kann. Das heißt, man muss ihn nur einmal kaufen und kann ihn dann gleich in drei Simulatoren nutzen. Klingt auf jeden Fall gut. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann bestimmt auch den einen oder anderen Spieler gibt, der dann vielleicht erstmal mit dem Neoplan Skyliner zum Beispiel eine Stadtrundfahrt durch Berlin machen möchte. Ja, zum Eben Beispiel, deswegen, genau. darum machen halt auch Reisebusse in The Bus so viel Sinn. Weil hier sind nicht nur jede Menge Reisebusse unterwegs, sondern auch wegen Das Sightseeing-Touren. sieht jetzt aus wie Moabit, ne?
Könnte auch Moabit sein. Ich glaube schon. Also da sitzt meine Firma, deswegen kam mir jetzt gerade so ein bisschen bekannt vor. Nee, wir hatten noch wir haben ja noch, ob weitere Stadt-DLCs geplant sind. Wenn irgendwann mal Sebast fertig ist, denke mal, werdet ihr da bestimmt auch weiterhin dran arbeiten. Geplant auf jeden Fall, das kann ich euch jetzt schon garantieren. Einfach aus dem Grund, mein Chef, der Tom, der ist ein riesengroßer Big Apple-Fan. Erinnert euch bitte daran, falls ihr es nicht schon wisst, der ersten Bus-Simulator, den ersten Stadtbus-Simulator, den wir gemacht haben, das war der City Bus New York. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass wir dieser Stadt wieder einen Abstecher machen. Beziehungsweise weitere Städte als DLCs entwickeln wollen in anderen Ländern. Um der gesamten Community zu zeigen, man kann nicht nur deutsche Städte machen, man kann nicht nur Berlin machen, man kann nicht nur deutsche Städte machen, man kann nicht nur europäische Städte machen, sondern wirklich das ganze Ding global nutzen. Weil wir haben mittlerweile auch eine große Community in Russland, in Polen, in der Türkei und auch in China. Und die sind genauso an dem interessiert, was ihr hier gerade seht. Ja, also, das ist nicht für die uninteressant. Und von daher, auch die wollen wir da mit ins Boot nehmen und auch nicht irgendwie verhungern lassen, was Modding angeht. Wird es dann auch möglich sein, dass ihr dann mit anderen Studios zusammenarbeitet, die dann vielleicht DLCs rausbringt oder? Auch das ist ja doch, auch das ist möglich, ja, dass wir auch mit anderen Studios zusammenarbeiten können, die dann auch auf der Basis von The Bus auch DLCs veröffentlichen können. Das ist durchaus denkbar und wir haben auch schon die ersten Gespräche gehabt, ja, mit Studios, die Interesse daran hätten. Also, das ist auf jeden Fall denkbar. Und da sind wir auch nicht dagegen. Absolut nicht. Weil wir alleine können einfach nicht so viel Content generieren. Es wäre halt Ja. schon, wär halt schon passend, ne, wenn derjenige da auch wohnt, denn halt, ne? Wenn man da dann zum Beispiel so ein Stadt-DL oder so ein DLC da praktisch fabriziert. Das ist natürlich das Optimum, ja, dass derjenige dort wohnt oder sehr, 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 sehr oft dort war und das wirklich kennt wie seine Westentasche, ähnlich wie bei meinem Chef mit New York, der sagt immer, er kennt sich besser in New York aus als in seiner Heimatstadt Erfurt. Und das glaube ich ihm auch, wenn er das so überzeugt sagt. Glaubt mir. Wir hatten ja vorhin schon das Thema so mit den Lenkrädern und Controller. Wie sieht denn das aus mit den anderen Peripheriegeräten, unter anderem hier Track-IR oder VR, also Virtual Reality? VR sehr wahrscheinlich nicht, weil da müssten wir komplett alles nochmal neu aufsetzen. Wir haben schon Erfahrung gesammelt mit VR-Projekten für die Industrie, zum Beispiel für BMW. Und da haben wir einfach sehr viel Erfahrung gesammelt, was halt wirklich das alles angeht. Und ich kann euch leider garantieren, dass das kein gutes Gefühl wäre, The Bus im VR zu spielen. Wir werden nicht Nein sagen, wenn das Leute von sich aus machen wollen, dürfen sie es auch gerne. Wir werden das nicht verhindern. Wir legen denen auf jeden Fall keine Steine in den Weg oder dergleichen. Aber wir selbst von uns aus werden keinen VR-Mod anbieten oder keine VR-Option. Weil da müssen wir das gesamte Projekt nochmal komplett von Null anfangen. Also wir haben da mittlerweile ziemlich viel Erfahrung gesammelt und wissen, worauf es ankommt, dass man auch eine gute VR-Version abliefert. Und das war einfach von Anfang an nicht gedacht hier. Und deswegen wäre das auch für uns nicht bezahlbar, das nochmal alles wegzuschmeißen, alles von Grund auf nochmal neu zu entwickeln. Nur für VR. Das ist richtig, ja. Aber da wir ja schon die Basis haben vom Fernbus-Simulator und der unterstützt ja auch genauso wie der Tourist-Bus-Simulator auch schon Track-IR und nicht nur Track-IR, sondern mittlerweile auch Tobii-Eye-Tracking, wird auch The Bus Tobii-Eye-Tracking und Track-IR unterstützen. Ah ja, cool. Und das direkt zum Start vom Early Access. Oh, auch schon zum Start, ja. Perfekt. Ja, weil einfach die anderen Simulatoren, die können das ja jetzt schon. Und alles, was die können, kann das hier jetzt auch schon. Ich kann euch ganz kurz mal zeigen. Wir haben vor einer Weile haben wir den Fotomodus eingebaut. Gibt es mittlerweile hier auch als Shortcut. Und dann öffnet sich der Fotomodus. Ich kann einfach einen Screenshot machen, so wie ihr das aus dem Fernbus-Simulator kennt. Allerdings haben wir jetzt mal leider hier so ein paar grafische Fehler. Schön ist, dass sie gar nicht auftauchen, wenn man den Screenshot gemacht hat. Ja, kann ja erstmal auf Capture Screenshot gehen. Und das ist so ein Feature, das kam eigentlich dazu. Während der Entwicklung, also nach dem Release vom Fernbus-Simulator und vom Tourist-Bus-Simulator. Und all diese Features, die profitieren jetzt quasi. Von denen könnt ihr jetzt quasi hier schon in The Bus profitieren.
Und das auch schon zum Start vom Early Access, weil warum diese Features deaktivieren? Wenn sie schon da sind, ne? Ganz genau, wenn sie schon da sind. Absolut recht. Ja. So. Ich glaube, ich muss jetzt aber mal eine Demo hier beenden, weil die Leute bauen hier schon ab. Habt ihr noch Fragen? Eigentlich noch, achso, nee, so Bass auf Konsole hatten wir ja auch schon. Genau, also erstmal nur auf PC, Windows. Genau, eine wichtigste Frage will ich noch stellen. Wo seht ihr bei Sebastian klaren also dieses Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu den Produkten von Mitbewerbern? Also was zeichnet Sebastian jetzt aus im Gegensatz jetzt zu den anderen Simulatoren, die jetzt Alex? Ja, wir werden ein Wirtschaftssystem haben, Multiplayer-System. Wir haben eine realistische Welt im Maßstab 1 zu 1, Berlin, exakt so, wie ihr es kennt. Viele Ingame-Editoren, ohne dass man sich mit Modding auseinandersetzen muss. Ich habe irgendwo mal eine Liste von USP-Features. Wir haben ja 4 Buslinien. Wir werden hoffentlich 3 Busmarken haben und 5 Busse, 5 Busvarianten. Das sind so die USPs, die ich euch nennen kann. Und wo wir gerade dabei sind. In der letzten Phase vom Early Access werden wir den Multiplayer hinzufügen. Im Dann kommt letzten. eigentlich der ganz große USP dazu, nachdem ihr erstmal den Freeplay-Modus, das was ihr hier jetzt gerade gesehen habt, per Multiplayer getestet haben, zusammen mit der Community. Mit der Community zusammen werden wir erörtern und diskutieren, wie das Wirtschaftssystem im Multiplayer funktionieren soll. Und dann werden wir uns darauf ein. Dann gucken wir und diskutieren wir mit der Community, was können wir denn als TML-Studios auch leisten in der Zeit, was ist für uns machbar mit unseren Möglichkeiten. Und dann wird es auch ein Wirtschaftssystem geben im Multiplayer mit dedizierten Servern. Okay. Ja, sonst sind wir erstmal so die Fragen durch, oder Phasis? Hast du noch Ja. Nö. Also was? sind die Fragen eigentlich alle sehr gut durchgegangen. Prima, das freut mich für euch. So Leute, das war's mit dem Interview mit TML Studios und ihrer Simulation Sebas. Auf jeden Fall wird uns dieses Jahr eventuell, spätestens ja Anfang nächsten Jahr, eine richtig tolle Simulation erwarten. Die Eindrücke, die wir jetzt hier gewonnen haben, die sind auf jeden Fall stecken geblieben. Ich bin sehr, sehr positiver Meinung. Ich weiß nicht, bei Phasus, was hast du gewinnen können? Also ich muss sagen, das, was ich gesehen und gehört habe, hat mich positiv überzeugt. Ihr könnt gerne in die Kommentare posten, wie euch das Ganze gefallen hat. Lasst da unten gerne alles da. Wenn wir Neuigkeiten haben rund um Sebas wegen Release-Terminen und so weiter, werden wir euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Alles Weitere packen wir euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns, bedanken und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.